Das Kraftwerk gehört zum Transferngeschäft. Ja, also was in den ersten Minuten jetzt gelaufen ist, ist eigentlich im Wesentlichen, dass es also eine Einwendung der Firma Blohm & Voss gegeben hat gegen den geplanten Tunnel unter dem Dock 17. Und diese Einwendung bedeutet eigentlich, dass die Einwender informiert werden und eine 14-tägige Frist haben, dort gegen diese Änderung dieser bestehenden Pläne einzuwenden. Diese Frist würde bedeuten, dass erst nach dem Verfahren, Erörterungsverfahren am 22. diese Frist ausläuft. Das bedeutet, das jetzige Verfahren müsste eigentlich auf der Stelle ausgesetzt werden, weil wenn es wirklich noch Einwendungen gibt, macht das jetzige Verfahren überhaupt keinen Sinn. Also Vattenfall und auch die Behörde, die haben heute einen Arbeitstag. Wir als Bürger müssen uns einen Tag frei nehmen oder können gar nicht hier mit dran teilnehmen und werden nicht gefragt. Das Verfahren geht ja auch noch mehrere Tage länger, nächste Woche. Und von daher haben wir als Otto-Normalbürger, die sonst arbeiten gehen, eigentlich nicht die Möglichkeit, das Verfahren zu verfolgen und da auch nochmal massiv Einwendungen mit einzubringen. Die Pressekonferenz gerne anfangen. Kommt ruhig ein bisschen näher. Mein Name ist Manfred Brasch, ich komme vom BUND Hamburg. Es geht ja heute um den sogenannten Erörterungstermin. Es haben 4.700 Personen und Organisationen Einwendungen gegen diese umstrittene Fernwärmetrasse vorgelegt. Wir haben heute Morgen fast ausschließlich über Verfahrensfragen diskutiert, weil bereits im Vorfeld dieses Erörterungstermins ja noch eine sehr kurzfristige Umplanung und Änderung bekannt geworden ist. Diese Änderung wurde notwendig, weil das Unternehmen Blohm & Voss die Untertunnelung des Dockes 17 im Hamburger Hafen als sehr kritisch dargestellt hat und diese Umplanung dann auch zur Folge hatte, dass zusätzliche Gutachten den Einwendern, dem BUND, der Homburg INI, bekannt geworden sind und die nochmal ein ganz anderes Licht auch auf die Frage der Sicherheit des Tunnels werfen. Wir haben heute Morgen vorgetragen, dass aus diesem Grund eigentlich der Erörterungstermin aufzuheben sei, weil zwischen den Einwendern ganz unterschiedlich seitens der Behörde informiert worden ist. Es gibt also Einwender, die wussten von dieser Planänderung gar nichts. Dann sind bestimmte Einwender informiert worden, zum Beispiel der BUND und auch die Homburg INI. Aber auch dort wurde unterschiedlich vorgegangen, unterschiedliche Fristen gesetzt, sodass zum Beispiel die Kollegen von Rettet die Elbe erst nächste Woche Frist haben, um auf diese Planänderung einzugehen. Und das müssen Sie sich mal vorstellen, dass bei solch einem Verfahren jetzt erörtert wird, aber die Frist für die Planänderung, die nicht keine Kleinigkeit ist, erst am Ende oder nach dem Erörterungstermin stattfindet. Also diese formalen Fragen werden uns und vielleicht auch die Gerichte später noch umtreiben. Hier offenbart sich ein mittleres Planungschaos. Die Moorburg-Trasse ist deswegen so umstritten, weil sie ja Fernwärmeversorgung nach Altona bringen soll aus dem Kohlekraftwerk Moorburg. Jetzt leite ich erstmal über an Volker Gajewski von der Bürgerinitiative Moorburg-Trasse stoppen. Ich kann vielleicht so viel zum Verfahren sagen, dass unsere Initiative ein gewisses gespaltenes Verhältnis dazu hat, weil einerseits klar ist, dass es sozusagen jetzt um die inhaltliche Auseinandersetzung zu dem ganzen Riesenvorhaben geht, andererseits eben halt auch eine gewisse Vorfestlegung gar nicht zu übersehen ist. Die Behördenleitung Blankau, aber auch Scholz haben sich ja eindeutig für die Umsetzung der Trassenplanung ausgesprochen und wir gehen auch davon aus, dass gerade auch, weil die alte Plangenehmigung nicht zurückgezogen worden ist, dass sozusagen der wahrscheinlichste Fall, der auch eintreten wird, der sein wird, am Ende des Tages wird Vattenfall die Genehmigung erteilt. Und das trotz jetzt auch gerade im Zusammenhang mit dem Gutachten, das Blohm & Voss erstellt hat, der erheblicher auch für die Trassenauswirkungen von Bedeutung stehender Planungs
Geschichten, die schlichtweg Riesenauswirkungen haben werden auf uns Anwohnerinnen und Anwohner. Also bei dem Tunnelbau ist rausgekommen, dass das Gutachten, das Vattenfall sozusagen einen Auftrag gegeben hat, schlicht ungenügend ist. Jedenfalls sehen das so die Gutachter von Blohm und Voss und verweigern sich deswegen, ihr Dock 17 unter Tunnel zu lassen, was wohl aber andererseits das mit stabilste Gebäude entlang der Tunnelbaustrecke sein dürfte. Bisher ist überhaupt nicht in der Diskussion, dass in St. Pauli 140 Gebäude in der sogenannten Setzungsmulde liegen, unter anderem die Endoklinik mit über 200 Betten, ist keine 8 Meter entfernt von der geplanten Tunnelführung und unmittelbar am der Riesenbaustelle Zielschacht. Auch in Altona wird es sozusagen, wenn der Plan so umgesetzt wird, über 3 bis 4 Jahre sozusagen eine erhebliche Einschränkung in jederlei Hinsicht geben. Die Planung sieht bisher vor, dass 200 Bäume in Altona gefällt werden. Allerdings gehen Baumgutachter davon aus, dass die Zahl möglicherweise um 100% sogar überschritten wird, weil derart viele Bäume so dicht an der Trasse stehen, dass sie im Zuge der Baumaßnahmen nochmal wegfallen. Und wir als Moorburg-Trasse-Stoppen-Initiative werden den Beschluss, den wir hier erwarten, dass nämlich die Genehmigung erteilt wird, so auch nicht respektieren. Für uns ist das Vorhaben, diese Trasse herzustellen, illegitim, und wir werden unseren Widerstand dann erst recht organisieren. Danke. Also mein Name ist Ute Bertrand, ich bin Sprecherin der Umweltorganisation Robin Wood. Wir engagieren uns seit Jahren gegen diesen Dreckstromkonzern Vattenfall und auch gegen die Moorburg-Trasse und das dazugehörige Kohlekraftwerk in Moorburg. Warum gibt es heute überhaupt den Erörterungstermin? Ja, nur deshalb, weil der Widerstand dagegen so stark war. Und ich glaube, er ist deshalb so stark gewesen, weil wir auf unterschiedlichen Ebenen zusammengearbeitet haben. Auf der juristischen Ebene, auf einer formalen Ebene, aber auch auf der Ebene auf der Straße, vor Ort, durch Baumbesetzung und auch durch Stören von den Greenwashing-Veranstaltungen von Vattenfall, ob das jetzt die Lesetage sind oder das Radrennen. Überall, wo der Konzern versucht, sich hier ein gutes Image zu verschaffen, sind Leute auf der Straße und protestieren dagegen und durchkreuzen diese Pläne. Dieser Widerstand läuft eben auf verschiedenen Ebenen weiter. Heute ist es sozusagen hier auf der Erörterungsebene und demnächst wird er auch wieder an den Bäumen und auf der Straße stattfinden. Christian ist auch von Robin Wood Aktivist, hat damals auch bei minus 15 Grad mit auf den Bäumen gesessen, was ja auch ein gewisses... Sich versichern, dass wir entschlossen genug sind, eine solche Aktion zu wiederholen. Aber es sind ebenfalls auch dezentrale Aktionen geplant, angedacht, die Vattenfall auf jeden Fall auf die Füße treten werden. Und wir werden nicht ruhen, bis dieses Irrsinnsprojekt ein Ende hat. Zum Schluss würde ich Ihnen gerne noch eine Einschätzung unserer Anwältin näher bringen. Frau Dr. Roder-Verein vertritt ja die Bürgerinitiative Moorburg-Trasse stoppen und den BUND auch in diesem Erörterungstermin und ist sozusagen in den Niederungen des Verwaltungsrechts sehr fit, das kann ich bestätigen, und hat eine erste Einschätzung. Also der Erörterungstermin heute hat für mich keine neuen Erkenntnisse gebracht, das wird keinen überraschen. Meines Erachtens nach ist es momentan so, dass die jetzt hier vorgestellte und beantragte Trasse für die Fernwärmetrasse Moorburg nicht genehmigungsfähig ist. Ein Planfeststellungsbeschluss darf nicht ergehen. Und warum nicht? Weil die gesetzlichen Anforderungen sagen, dass eine Planfeststellung nur gehen kann, wenn sie zum Wohl der Allgemeinheit erforderlich ist. Das ist unseres Erachtens nach nicht der Fall. Und zwar insbesondere wegen der Klimakonsequenzen aus der Festlegung dieser Fernwärmeversorgung über 40 oder sogar 60 Jahre, wie wir heute gehört haben. Und zweitens ist es nicht genehmigungsfähig, weil unseres Erachtens nach die Risiken, die durch dieses wahnsinnige Tunnelbauwerk entstehen, in keiner Weise angemessen abgewendet sind. Dieser Tunnel führt direkt unter St. Pauli durch, er führt zu Setzungen, er führt zu Erschütterungen. Die Auswirkungen auf die einzelnen Gebäude sind nicht ordnungsgemäß geprüft worden. Das alleine steht einer Planfeststellung absolut entgegen. Das ist meine firme Rechtsauffassung. Hinzu kommt noch, dass Vattenfall momentan davon ausgeht, dass sie kein Problem haben werden, unter diesen ganzen Gebäuden drunter durchzugehen. Man muss sich das so vorstellen, rechtlich braucht Vattenfall dafür das Einverständnis der Eigentümer. Das haben sie sich jedenfalls im Großmaßstab vorher gesichert, bevor überhaupt irgendetwas von diesem ganzen Projekt an der Öffentlichkeit klar war und bewusst war, auch bevor entsprechende sicherheitstechnische Gutachten da waren.
Insofern vertreten wir unter anderem auch die Alternativen am Elbufer, also an einige Anwohner und Häuser, Hafenstraße. Dort wird es rechtliche Schritte geben, um die Grunddienstbarkeit, die sich Vattenfall gesichert hat, zu löschen. Das heißt also, dass dann eine vollkommene Planungsunsicherheit für Vattenfall entstehen wird. Wir sind absolut der Auffassung, dass das ein richtiger Schritt ist, weil zu dem Zeitpunkt, als sich die Anwohner und Eigentümer bereit erklärt haben, diese Fernwärmetrasse unter ihren Häusern zu dulden, ihnen einfach nicht klar sein konnte, was das für sicherheitstechnische Auswirkungen hat. Dazu wurde in keiner Weise aufgeklärt und insofern sehe ich da auch eine Erfolgsaussicht. Ich schließe mit dem Hinweis, dass wir natürlich versucht haben, heute auf dem Erörterungstermin auch mehr Öffentlichkeit herzustellen. Wir haben also gesagt, wir würden uns das wünschen, dass die Presse auch vor Ort sein kann, im Saal sein kann und sozusagen das Geschehen auch dann direkt mitbekommt. Die Firma Vattenfall hat das abgelehnt. Ich glaube, das spricht für sich. Vielen Dank. Wir haben heute noch kein Transparenzgesetz. Tut mir leid, ich muss aber die jetzt angekommen, die das mit Mikrofon machen. Vor meinen drei Fenstern ist dieser Bauch. Und immer wenn ich rauskomme, sehe ich hier eigentlich. Ja, da denkst du technisch normal. Ich habe es immer in den Das ist ein Trip-Bett-Fahrer. Mike Check. Eine Frage an die Initiative Moorburg-Trasse stoppen. Ist das in Ordnung? Wenn wir heute... Ihr Infomobil? Okay. Gut. Das Infomobil? Jo. Besetzen. Ich sehe. Die erste Zustimmung. Und gibt es weitere Zustimmung? Dann lasst uns als Zeichen der Solidarität dieses lange Banner von euch gemeinsam aufrollen und hier festhalten. Danke. Aber jetzt haben wir uns über den Tisch gebracht. Wir wollen doch nachher abbauen hier. Das fällt mir jetzt gerade ein. Können wir fahren? Wir warten. Also das ist ja echt völlig dilettantisch. Ja, dass ich immer jetzt die Blöße gehe, das wäre erstaunlich. Mike Check! Ich habe soeben... Mit meinen Freunden... Geredet. Es wird jetzt dort diskutiert, inwieweit eine Besetzung des Messegeländes noch am heutigen Tage uns sinnvoll erscheint. Es könnte also sein, dass dieser Platz in wenigen Stunden mit Zelten übersät sein wird. Mach dir selbst eine politische Karriere aufs Spiel zu setzen. Zum Thema Hamburger Energiewende erstreiten. Heute ist der Tag, wo in Hamburg darüber erörtert wird, ob die Fernwärmetrasse vom Kohlekraftwerk Moorburg nach Altona gebaut werden soll. Und am selben Tag findet die Anhörung der Initiatoren von Unser Hamburg, Unser Netz statt. Wir wollen mit dieser Kundgebung die Verbindung herstellen zwischen diesen beiden Terminen. Der Bau der Fernwärmetrasse im Kohlekraftwerk Moorburg betrifft doch das Volksbegehren um die Rücknahme der Energienetze in öffentlicher Hand sehr stark. Und ich übergebe jetzt das Mikrofon an Angela von Moorburg-Trasse stoppen. Energiepolitisch hätte die Moorburg-Trasse verheerende Konsequenzen für die nächsten 50 Jahre. Vattenfall will die Trasse unbedingt bauen, um seine Dinosaurier-Technologie Kohlekraftwerk Moorburg und das Fernwärmemonopol langfristig zu zementieren. Es sollen insgesamt über 500 Bäume gefällt werden. Mit Baustelleneinrichtungen würde sich die Trassenbaustelle an vielen Stellen bis zu 100 Meter in die Wohngebiete ausdehnen.
Ein permanenter Verkehrskollaps, Wegfall vieler Parkplätze im hochverdichteten Stadtteil wären die Folge. Einer der kritischsten Punkte in der Altonaer Trassenführung liegt beim Schachtbau Holzenstraße, Ecke Luise-Schröder-Straße. Bauzeit 2 bis 3 Jahre. Hier soll dann der große und riskante Tunnel enden, der St. Pauli untergraben soll, wo es zu unkontrollierten Versackungen kommen kann. Durch beharrlichen Widerstand, Baumbesetzungen im Gehlerpark und eine durch unsere Initiative gemeinsam mit dem Naturschutzverband BUND angestrengten und erfolgreichen Klage gegen die bereits erteilte vereinfachte Genehmigung musste Vattenfall den Weg des sogenannten Planfeststellungsverfahrens beschreiten. Dieses Verfahren sieht zumindest eine Proforma-Bürgerbeteiligung vor. Im März 2011 hat Vattenfall die Pläne leicht modifiziert eingereicht und erneut die Genehmigung beantragt. Dagegen wurden jetzt 4.600 Einwendungen von zumeist Anwohnerinnen eingereicht. Mit einer Genehmigung ist dennoch schon Anfang 2012 zu rechnen. Bei der Einhaltung der Baumschonzeit müsste Vattenfall bis Mitte März die Baumfällung erledigt haben, um dann richtig loslegen zu können. Fernwärme aus dem Kohlekraftwerk wäre keine umweltschonende Abwärme, sondern wird in einem eigenständigen Prozess im Kraftwerk produziert, der extra Kohle verbrennt und viele Millionen Tonnen des Treibhausgases CO2 emittiert. Dann könnte Hamburg die selbstgesteckten Klimaschutzziele nicht mehr erreichen. Dabei gäbe es sinnvolle, sowie greifbare Alternativen, zum Beispiel mit einem neuen hocheffizienten Gas- und Dampfkraftwerk am Standort Wedel. Das emittiert sehr viel weniger CO2, könnte ohne einen Trassenneubau umgesetzt und sogar schneller fertig werden. Vattenfalls Pläne verhindern einen konsequenten Ausbau erneuerbarer und dezentral erzeugter Energien im Wärmebereich. Riesige Einsparpotenziale liegen in Gebäudedämmung und modernisierten Netzen. Das Volksbegehren Unser Hamburg, unser Netz setzt sich aktuell erfolgreich mit über 116.000 Unterschriften durch. Verbindliches Ziel dabei, die Verträge mit Vattenfall, Strom und Wärme sowie E.ON Gas 2014 zu kündigen. Die Moorburg-Trasse würde ein faules Signal setzen, statt weg von den Energiekonzernen ein Weiter-so. Zentral, profitorientiert, ohne Rücksicht auf Klima und Gesellschaft. Ja, jetzt sage ich noch was zum aktuellen Stand Unser Hamburg, unser Netz. Wir wollen, dass die Netze in öffentliche Hand kommen. Herr Scholz will das nicht. Der will, dass der Hauptteil der Netze... Naja, ich mach mal weiter, ne? Mich stört's nicht. So, Herr Scholz, der möchte, dass der Großteil der Netze bei Vattenfall und E.ON bleiben. Und er meint, dass er mit einer Beteiligung von 25,1% an den Netzsparten hier große Würfe machen kann. Ich glaube, er macht da große Würfe in Bürgerbescheißen, in sonst nichts. Heute war ja auch jetzt die Erörterung der Einwendung zur Fernwärmetrasse. Da war ich bis um 2:30 ungefähr. Das war eigentlich eine ganz witzige Veranstaltung. Was ich ganz spannend finde, ist, dass Vattenfall anscheinend selber nicht begriffen hat, dass diese Fernwärmetrasse ans Moorburg-Kraftwerk angeschlossen wird. Denn da geht es die ganze Zeit nur darum, ja, es geht doch um den Bau und um die Genehmigung des Baus. Und wenn es dann darum geht, ja, aber da kommt doch Kohlewärme durch diese Trasse durch, darum geht es dann plötzlich nicht mehr. Dann müssen wir feststellen, dass es kein Wärmekonzept für Hamburg gibt. Jetzt aber irgendwie die Behörde für Umwelt beschließen muss, wie ein Großteil der Wärme in den nächsten 30, 40 Jahren hier in die Häuser transportiert wird, aus welchen Quellen. Das lässt doch irgendwie an Entscheidungsgrundlagen zweifeln. Also es ist hochspannend, da mal hinzugehen. Ich empfehle das, für Montag aufs Tagesprogramm zu setzen. Jetzt zu Unser Hamburg, unser Netz. Heute um 17 Uhr ist die Anhörung der Initiatoren vor der Bürgerschaft. Bis vor kurzem haben wir ja noch uns beschwert, dass wichtige Gutachten geheim gehalten werden. So. Jetzt, heute ist Freitag, vor 2 Tagen war Mittwoch und Mittwoch guckte ich dann mal wieder auf die Seite, wo diese Gutachten abgelegt sind.
zack, waren sie da, ne? 2 Tage, bevor wir diese Anhörung haben, bevor die Abgeordneten die Gelegenheit haben, ihre Fragen an die Initiatoren zu stellen. Das ist ein Stapel, neue Materialien, Stapel, der ist so 25 cm hoch Papier. Ich habe da gestern mal ein bisschen Blindflug, also so ein Querlesen gemacht, konnte mit Freude feststellen, dass alle Gutachten, die es gibt, die veröffentlicht sind von der Stadt, dafür sprechen, dass die Netze in öffentliche Hand kommen. Da ist in keinem Gutachten irgendwie die Notwendigkeit belegt, dass Vattenfall und E.ON da auch nur 1% dran behalten. Ja, kriegen wir alles hin, wir können das im Klimaschutz machen und wir können sogar noch mit Netzen in öffentlicher Hand und alle 3 Netze zusammen in einer Hand ökonomisch und ökologisch richtig was rausholen. Wir gehen nicht davon aus, dass die Abgeordneten der SPD jetzt irgendwie plötzlich, nur weil wir mal kurz gesprochen haben, sagen, oh ja, das machen wir. Die sollen nämlich Mitte Dezember entscheiden, ob sie das Volksbegehren annehmen. Gut, kurz davor will Herr Scholz uns, den Bürgern, den Abgeordneten, seine tolle Vereinbarung mit Vattenfall und E.ON darlegen. Also das Ganze ist schon sehr weit gediehen. Ich denke mal, da kriegen wir dann das zu hören, was Sie wollen, dass wir hören. Und die Fragen, die wir haben, werden nicht beantwortet. So schätze ich mal, läuft das ab. Die Abgeordneten haben also eine super Ausgangslage, um sich zu entscheiden. Im Volksentscheid müssen wir auch davon ausgehen, dass der Gegenwind immens wird. Also es ist total wichtig, dass ihr, bis der Volksentscheid kommt, dabei bleibt, immer wieder meine Newsletter lest, immer wieder da seid, wenn es um so Termine geht wie heute und auch versucht, viele Menschen zu erreichen mit diesem Thema. Das muss ja nicht jeden Tag sein, aber auch mal wieder dieses Thema in die Hand nehmen, bis der Volksentscheid kommt. Vattenfall und E.ON wollen diese Netze behalten. Scholz geht diese Kungelei mit den beiden ein. Und ihr könnt euch vorstellen, was das für uns bedeutet. Das bedeutet, da ist eine riesige Macht auf der anderen Seite. Da ist die Regierung des Landes Hamburg und 2 fette Konzerne. Die haben beide, also die haben die Information, wie das mit den Netzen eigentlich wirklich läuft. Wir werden ständig gefragt, ja, wie viel Geld muss man denn dann für Investitionen ausgeben? Ey, woher soll ich das wissen? Es gibt keine Daten über diese Netze und die Daten haben Vattenfall und E.ON. Und dann haben wir zu erwarten, dass die beiden zusammen einen richtig krassen Wahlkampf machen werden für ihre 25% Beteiligung. Also Lösung nenne ich das immer nicht, Konstrukt. Die haben die Informationsmacht, weil sie die Informationen über die Netze haben und das, was sie da eigentlich wirklich planen. Und sie haben auch noch die Medienmacht. Wenn Herr Scholz seinen Mund aufmacht, das macht er ja gar nicht so oft, dann steht das in der Presse. Wenn ich hier stehe und eine Kundgebung mache, dann hört ihr zu, das finde ich toll. Aber das steht morgen nicht in der Presse. Also das kriegt ja kaum einer mit. Also mein Appell an euch, kommt damit rein. Zeigt, dass ihr dahinter steht und da zeigt das auch noch die nächsten Monate bis zum Volksentscheid, damit wir den dann auch gewinnen. Vielen Dank. Vielen Dank für den heutigen Termin. Vielen Dank auch dafür, dass Sie es mit diesem Raum geschafft haben, der Öffentlichkeit einen Platz zu gewährleisten. Ich glaube, auch das ist ein Signal, was man beachten muss und das Interesse an diesem Thema gibt. Wir haben uns entschlossen, am Anfang nochmal den aus unserer Sicht aktuellen Stand zur Debatte um die Regionalisierung Ihnen vorzustellen. Seit der Volksinitiative und dem Volksbegehren ist ja doch einiges auch an Sachverstand, an Gutachten zusammengekommen, sodass wir heute auch im Vergleich zur Anhörung vom 23.11.2010, glaube ich, einiges mehr Ihnen darstellen können. Ich muss einmal kurz noch darauf hinweisen, dass die Filmaufnahmen jetzt langsam zum Schluss kommen. Bei der unkontrollierten Lage bedeutete dies, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher mit ihren Strom- und Gasrechnungen, in denen die überhöhten Netzentgelte steckten, die Netzinfrastruktur mehr als bezahlt haben. Der Titel Umwelthauptstadt ist eindeutig Heuchelei. Moorburg ist ein Verbrechen gegen das Leben. Moorburg ist ein Verbrechen gegen das Leben. Ein maßloser Schaden an Mensch und Umwelt. Ein maßloser Schaden an Mensch und Umwelt. Das Energienetz muss zurück in öffentliche Hand. Das Energienetz muss zurück in öffentliche Hand. Herr Brasch, guten Abend. Noch ein abschließendes Statement. Haben Sie gerade mitbekommen, die Occupy-Bewegung hat das Rathaus, wollen Sie gerade besetzen. Was halten Sie davon?
Super Idee heute Abend. Was wünschen Sie der Occupy-Bewegung, wenn sie heute Abend das Rathaus hier besetzen würde? Wenn sie das Rathaus besetzen würde, ich hoffe, dass das wahrgenommen wird. Und ja, dann? Also Herr Brasch, Sie finden das gut, wenn die Occupy-Bewegung jetzt heute Abend hier bleibt? Sie finden das gut? Genau. Aber ich trinke jetzt trotzdem Bier. Gut. Die Occupies sind heute da und wollen doch das Rathaus eventuell besetzen. Was hältst du davon? Also haben wir auch bei den Netzen das Beispiel, dass es mit der Demokratie nicht ganz so ernst genommen wird. Wir machen einen Volksentscheid, Scholz schafft Fakten, die genau dagegen wirken. Ich denke, das ist ein guter Anlass, da mal ein bisschen laut zu werden. Also bei beiden Initiativen, sowie bei euch, als auch bei der Occupy-Bewegung, geht es ja darum, etwas wieder zu besetzen und wieder in die eigene Hand zu nehmen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Könnte man so nennen, ja.